Junge Bruder, willkommen zur Smackdown auf der Extreme Mode auf Jackson Sports. Hi! Nichts verstanden, mein Anmod gefühlt. Ja, du redest auch immer wie ein. Anmod mache ich sehr, sehr schnell. Double Time halt. Was sagst du eigentlich immer in deiner Anmod? Yo, meine lieben Crewmitglieder. Ach so, wie ein Captain Max. Ah, Crew Max. Naja. JCM, achso, vielleicht haben wir noch gar nicht seinen Namen erklärt, aber J für Julian und CM für Captain Max. Und JCM Sports ist ein Sportkanal, hat sich sehr gut angehört, sehr geil angehört. Vorschlag kam von mir. Wie also, immer. Jalla. Abo und Like nicht vergessen. Richtig. Glocke aktivieren. Damit ihr keine Videos mehr verpasst zu unserem Universe Mode. Können wir auch mal sagen, wir haben uns jetzt auch danach gedacht, nur der Universe Mode. Wir wollen ja daily was uploaden. Ja. Tun wir aktuell den Universe Mode, aber vielleicht machen wir noch ein anderes kleines Projekt. Was so alle zwei Tage kommt. So. Genau. So roundabout. Da kommen aber mal zwei Videos am Tag. Und wenn dann mal, also ich würde sagen, so wenn das Projekt, dieses andere Projekt alle zwei Tage kommen wird, da kommt an dem Tag zwei Videos. Universe Mode will ich trotzdem noch daily. Ja, Universe Mode daily, genau, ja. Und dann kommt das Projekt immer so, dann sind es immer so zwei Uploads. Universe Mode wechselt sich nur ab, spätestens wenn F1 rauskommt. Genau. Was dann Mitte Juli ist. Richtig. Also bis dahin kommt Universe Mode auf jeden Fall daily. Genau. So, kommen wir zur Matchcard. Wir haben ein weiteres Match im Nexus Cup. Wir haben Justin Gabriel gegen Curtis Axel. Oh, ich bin immer, also ich mache irgendwie jeden Feld, aber bisher haben wir noch keinen Lachflash gehabt. Okay. Wir haben AJ gegen Naomi, die neue Titelträgerin, muss ich nochmal kurz beweisen. Gegen Big Boobs Naomi. Ach, die hat auch einen fetten Ass. Dann haben wir Damien Sandow gegen Triple H. Wir haben die Primetime-Players gegen Bo Dallas und William Regal. William Regal kam zu Bo Dallas und hat gesagt, yo, willst du mal was lernen? Wir treten mal den Technik gemeinsam an. Oder der Main Event, das zweite Nexus Cup Match des heutigen Abends. Wir haben John Cena gegen Ryback. Hat. Oh ja, let's go. Erstmal Kane. Team of the Kane, Season. Ja, Kane. Der heißt Kane. Ich weiß, aber trotzdem Kane. Was? Kane hat gestern verloren. Vorgestern. Okay, Julian, let's go. Gabriel, oder? Der ist jetzt gestärkt von seinem Match, was er gegen Cena gewonnen hat. Deswegen gewinnt er auch gegen Curtis Axel. Curtis Axel wird anscheinend neuer Anführer, wenn es weiter so läuft. Wir haben AJ Lee gegen Naomi. Ja, das muss AJ eigentlich AJ machen. Lee. Das muss Lee eigentlich machen, oder? Ah, Naomi, Alter. Naomi besiegt neue Titelträgerin. Mhm. Wahrscheinlich hat Nikki Bella eingegriffen oder sowas. Oh. Ja. Vielleicht tut ja keiner Two-Man Power Trip ja ein 2 gegen 1 was beweisen. Also ist ja kein 2 gegen 1, aber vielleicht. Mischt sich Stone Cold ein und? Ja, und Triple H gewinnt! Ja! Ja! Es ist nicht mehr Two Man Loser Trip! Es bleibt der Two Man Loser! Two Man Winner Trip! Es war der One Man Loser Trip! Grinsebacke und General Manager gegen die Prime gegen die Braun, gegen die Crime Time Players! Die Crime Time! Crunch Time Players! Ich sage, das machen die Crime Time! Ja, das machen die Jungs auch! Ja! Ein weiterer Push in Richtung Titelkampf! Mhm. Also in Richtung First Contender Kampf. Ja. Und das Main Event im Nexus Cap. Siegen tut übrigens eher nicht. Ja, das war mir schon klar. So, dann John Cena gegen Ryback. War mir schon klar, dass SmackDown das gewinnt. Soll ich spielen? Es ist eigentlich das geilste Match im Nexus Cup, oder? Ja. Du spielst mit. Was noch spannend werden kann, Ryback gegen BNB. Oder hatten wir das schon? Ne, wir hatten Ryback gegen Axel bisher nur. Ryback Axel, genau. du kannst gerne mit Ryback zocken. Was man jetzt fragen kann, wird sich jemand einmischen, weil Ryback hat ja gefühlt schon auch das Gefühl, das ganze Wort angegriffen. Der wie Bray Wyatt. Wie Bray Wyatt. Ja, Ryback ist bei mir sein. Ryback ist mein Bray Wyatt. Na, gefühlt schon. Nur mit dem Unterschied, dass Ryback World Champion ist. Wir hören nicht, was du sagst. red mal lauter. Ja, red mal lauter, Digga. Feed me. More! Feed me more! Wake up, it's feeding time! Ich fand's geil damals, wo Ryback den CM Punk gemacht hat, nicht? Wo auf den Boden gegangen ist, auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, Wake up, it's glory time! Bei wem? Dann hat CM Punk nachgeäfft. Ach so. Das ist Vince McMahon! Vince McMahon, guckst du dieses Match an?
Und Ryback guckt nicht schlecht. Der ist bei Ryback auf der Seite. Vince McMahon kriegt ein Match beim Pay-Per-View. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hat John Cena, Ryback meine ich. Okay. Was ist das denn? Vince McMahon guckt sich hier das Match von John Cena und Ryback an. Ryback mit einem Belly-to-Belly, oh, was macht Vince McMahon hier? Was ist denn los? Gott. John Cena, Whippin. Mito Clothesline! Alter, war das Ding durchgezogen. Oh, damit hat er schon einiges beendet. Was? Shell-shocked. Ist das hier ein Squash-Match? Squash-Match oder wie? Shell-shocked gegen John Cena. Cover. What? One. Two. Oh. 2,99999! Cena, Conduct King Ryback. Cena? Was macht denn Cena? Vince McMahon verpisst sich. Aha. Oh, Vince McMahon! Vince McMahon! Der greift ein! Oh mein Gott, was macht. Ah, okay. Das Schild. Ja, welches. Was steht da wohl drauf? Keine Ahnung. Was macht Vince McMahon hier? Ich habe auch keine Ahnung. Es passiert was bei den Main-Shows. Endlich 5 Abonnenten. Und Ryback. Nein, Ryback, was hat er vor? Ryback möchte wohl vielleicht sogar der neue Nexus-Anführer werden. Fallaway Super Slam. Alter, what the fuck. Next Cover. One. Cena powert sich raus. Hat noch ein bisschen Kraft übrig. Aber Ryback hat das komplett übernommen jetzt. Alter. Feed me more. Oh, boom. Was sah jetzt vor? Das war fast der German Suplex von Brock Lesnar. Ich muss leider sagen, ich habe langsam das Gefühl, dass Nexus wird danach nicht mehr existieren. Gefühlt schon nicht. Jeder greift hier ein. Irgendwas passiert aber mit Nexus, ey. Nee, also gefühlt. Die fighten, als wären sie kein Team mehr. Ja, gefühlt merkst schon. Merkst du hier gerade mal, wie heftig Ryback es auf Cena abgesehen hat. Oh. Alter, dieser Military Press. Cena kommt hoch! Er springt daneben! Cena kontert! Ich hab's komplett... Cena kontert! Und jetzt, it's Cena time! Bitch! Ja, da kann ich nichts gegen machen. Doch, wenn ich nicht drücke. Ja, drück's aber. Oh. Kommt jetzt der Five-Knuckle-Shuffle? Ja. Der Five-Knuckle-Shuffle! You can see me! Five-Knuckle-Shuffle! Jetzt sind wir hier mal auch mal in Feierlaune hier, also in richtiger Kommentatorenlaune. Wo ist Vince McMahon hin? Links wahrscheinlich. Der ist nicht gegangen. Der hat sich verpisst. Wenn er jetzt geht, dann ist er schwul. Hey, bei John Cena! Hey, Cover! One! Two! Nein! Da ist er noch! Dropkick von John Cena gegen Vince McMahon! Wie du close dann aus dem Nichts! Alter, what the fuck? Damit rechnet man nicht. Nee. Das war's. Das Ding war's. Shell Shock und dann ist das Ding durch. Shell Shock geht der durch, der geht durch und das war's jetzt. Das war's mit John Cena. One, two, three. Ryback besiegt John Cena. Das war, muss ich schon sagen, einer der krassesten Smackdown-Matches bisher. Obwohl es kurz war. Ja. Aber halt Vince McMahon nicht. Sieht jetzt was, das will ich jetzt sehen. Smackdown! Jetzt ist Jay Uso da! Nee, das ist Jimmy. Ist es wieder Jimmy? Ja, es ist wieder Jimmy. Macht jetzt wieder diesen hier? Nee, ich glaube nicht. Wie Ryback lacht!
Wieder der Urso. War's wieder Jimmy? Hat wieder rechts Facepaint gehabt, nicht? War wieder Jimmy, oder? Wieder rechts, war wieder Jimmy. Alter, was Jimmy hat aber dick aufs Maul gekriegt beim Pay-Per-View. Bei der Smackdown bevor Pay-Per-View war es sogar. Oder so. Alter, damit sehen wir uns wieder bei morgen. Ja.